Und damit herzlich willkommen zu Boxenstopp. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind wieder da! Yay! Juppie! Ja, wir haben wieder ein paar Themachen. Und wir fahren nach Mount Rushmore heute. Schöne Strecke jawohl. In den Osten. Drehen wir den jetzt erstmal oder wie machen wir es? Oder, du bist schon lange gefahren. Ja, okay. Machen wir es so. So, und mit dabei sind heute der Nene. Hallöchen. Der Flexi. Hallo. Und ich, der Herr Bananenbrot. Herzlichen Glückwunsch hier zusammen beim Stream. Jawohl. Beim Stream, genau. Beim Stream. Ist klar. Ich hab mich schon so verinnerlicht. Beim Stream. Ist klar. Wir haben erstmal in die Karre. Ich fahr dir nicht in die Karre. Ich fahr in den Fluss. Entschuldige. Ja, Thema. Wir haben heute ein lustiges Thema und zwar eigentlich so unser Treffen. Unser Treffen liegt ja quasi hinter uns und wir wollen uns eigentlich nochmal so verdeutlichen, wie toll es war. Es war ja wunderschön. Auch um euch so ein bisschen vorzubereiten auf die Videos, die dann noch kommen werden und euch so ein bisschen Freude. Die so ein bisschen schmackhaft machen. Das will keiner sehen. Dann habt ihr aber auch mal ein Gesicht zu den Idioten, die hier immer labern. Genau. Oh, ja. Dann seht ihr das auch mal. Flexi kennt ihr ja schon, die die Hackfresse. Und wer mich schon mal gesehen hat, weiß, ich bin auch nicht wirklich hübscher. Wer schubt denn da? Was macht ihr denn zum Teufel? Ja, und wir hatten ein richtig tolles Wochenende mit jede Menge Wasser aus der braunen Flasche und aus einer silbernen Dose. Und wir haben Wii gespielt. Oh Gott. Die Videos werden ja auch Gott. Videos. Ja. Wir waren beim Tennis ein sehr gutes Team. Ja, das stimmt. Aber ich hatte vor mir ein. Die Banane im Weg. Ja, das Problem war einfach, ich hatte meinen Wii-Controller in der Hand und der Herr Bananenbrot, der stand vor mir. Und Banane ist ja jetzt nicht einer der. Na, wie sag ich's jetzt am schönsten? Ich bin fett. Nein, das wäre gemein. Sagen wir einfach so, er ist nicht der schlankste der Welt. Sagen wir mal so. Wenn Orkan ist, kann Flexi sich hinter mir verstecken. Und dann habe ich halt quasi hinter Banane gestanden und meine Fernbedienung, funktionierte nicht. Weil ich habe kaum Empfang gehabt. Und mein Tennisspieler vom Wii Sports hat dann quasi immer nach oben geguckt, also quasi in der Weltgeschichte. Und ging dann irgendwo anders hin. Aber nicht in die Richtung, wo es hin sollte. Ach ja. Ja, das war ein tolles Wochenende. Ja, Nielchen und René Schwester haben dann alle fertig gemacht. Ja. Ja. Ey, komm, meine Schwester hat dich beim Wii Sports Boxen fertig gemacht. Ja. Ey, ganz ehrlich. Da kam Banane mal zum Schwitzen. Ich bin halt so ein bisschen, ich habe da Sport gemacht wie sonst was. Ich habe mich auf den Bierkasten gestellt und Kniebeuge gemacht mit Tennis. Okay, ich muss jetzt so sagen, Kleininchen im Hintergrund hat gerade beschwert, ich werde ja nicht erwähnt. Natürlich hat Ninchen auch gut wie gespielt, auch gut Tennis, war ein gutes Team mit Laura zusammen. Gegen wen hattest du nochmal geboxt gehabt? Gegen Flexi, da hat Flexi gewonnen. Ja, oder? Ich habe gegen Ninchen hab ich geboxt. Genau, ja, und gewonnen. Genau, und gewonnen. Ja. Boah, das Teil fährt 314 Sachen, was ist Hammer, ne? Und vor allem das Tacho hört bei 180 auf. Links. Tschüss, macht's gut. Oh mein Gott, der war geil. Macht's gut. Sehr schön. Ciao, ciao. Ich schaue so auf die Karte. Oh, links, Bremse und renne. Ich hab ja keine Karte so. An. Sagen wir es mal so, wir wollen wir erst Karte. Mal das erzählen, was ja leider nicht auf den Videos zu sehen ist. Ja. So zum Beispiel Sachen wie, ich wurde beim Einkaufen ausgerufen. Ja, weil wir ihn verloren hatten. Das ist auch ein Video. Nein, ist es nicht. Nein. Ist es nicht? Nein. Nein, ist es da nicht. Da hat jemand da hat jemand vergessen, die Kamera auf Record zu drücken. Wir haben nämlich den lieben Bananenbrot quasi gesucht im Globus-Supermarkt. Und ich nenne auch die anderen, Rewe, Real, Lidl, Aldi und wie sie alle heißen, damit die hier keine markenrechtliche Probleme kriegen. haben wir ihn einfach ausrufen lassen. Oder beziehungsweise ich kam dann auf die Idee, komm, ne? Lass uns das mal tun, ja.
Ich hatte Probleme mit dem Hals. Wir standen bei den Getränken und ich denke mir, komm, holst du mal dein Honig, dein Tee, sagst du zu René. Oh, was war das denn? Wo kommt denn der Porsche her? Wo kommt der Porsche her? Ich sag zu René. Mich hat's gerade was eigentlich in den Wald gekickt. Ja, ich hab's gesehen. Ich sag zu René, komm Dickerchen, ich bin gleich wieder da. Bin ich 2 Minuten weg. 2 Minuten. Ich komme wieder zurück, keiner mehr da. Obwohl die sich beim Schnaps aufgehalten haben, ja, mein bei den Getränken. Ja. Die haben sich aufgehalten. Genau. Ich komme zurück, da ist keiner mehr da. Dann schaue ich mich blöd. Und haben sich eigentlich beobachtet. Steh blöd rum, keiner da. Ich gehe ein Stück, steh blöd rum, schau, keiner da. Dann höre ich plötzlich, der Kunde, Daniel, piep, bitte zur Information. Daniel, der piep, Kunde, Daniel, bippe, piep, bitte. Bitte zur Information. Und ich krieg so ein wütendes Zucken im Auge und ernsthaft, voll die ernsthaft gezogen. Roten Kopf hast du gehabt. Ich stehe da im Gang. Ich bin angehalten. Alle Leute gucken mich an, weil ich bin ja angehalten. Und dreh mich auf den Fuß und geh zurück. Was soll denn der Scheiß? Wir wollten ja eigentlich erst sagen, Flexis kleiner Bruder. Ja. Und Herr Bananenbrot wollen wir ausrufen, aber das wäre aufgefallen. Genau. Herr Bananenbrot, bitte an die Informationen. Das wär super gewesen. Da hätte ich mich noch gefreut. Ach ja. Auch unser kleiner Trip zum Rewe war doch auch lustig. Ja. Rewe war super, ja. Ja, ja, leider haben wir es verpennt, den Daniel, den Bananen hier, beim Schlafen zu filmen, weil der redet beim Schlafen, kann man richtig ordentlich ausquetschen. Oh ja. Ich hab da sogar erfahren, dass er sogar seine PIN-Nummer verriet, mitten im Schlaf. Ja, also wir hatten in der ersten Nacht hat er seine EC-Kartennummer, sein PlayStation-Login verraten. Nur als ich gefragt habe, Online-Banking, sagt er, hat er keins. Jo, das sollte jetzt am besten keiner von den Zuschauern. Wow! Also, ne, wenn ihr mich mal beim Schlafen erwischt, nicht hinhören. Erstmal schön mit dem Block und einem Stift daneben stehen. So. Franzi Romans geht an euch, sollten wir uns mal treffen. Keine Schlaflieder, sonst werde ich böse. Da braucht ihr kein Schlaflied. In Banane kriegt ihr ganz schnell in die Haier. Ja. Da gibt es ein paar Tricks. Ja. Stellt ihn ein Glas und sagt, das ist Wasser. Er zieht vor einem Schluck runter bei Wasser, Wodka. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand unsere Nachtwanderung auch ganz lustig, so, die wir dann gemacht haben am ersten Abend. Flexi, und guck mal hier ist ein Haus, da soll es wohl mal einen Mord gegeben. War das Mord oder war das Spukhaus? Nicht Spukhaus, ne, oder? Mord war das, genau. Und da soll es angeblich spuken. Das hat Laura dir erzählt. Und Flexi erstmal, geh erstmal da rein. Ja, davor. Hardstyler hat den, Nein. Ah, scheiße, nein. Wo? Ich häng fest im Zaun. Wo seid ihr denn? Wo kommst du denn her? Wo seid ihr denn? Bin ich vor euch? Ich bin in New York hier irgendwo, oder wo ich hier bin, am Fahren, am Monument, glaube ich, oder wo. Ja, ihr seid gerade beide vor mir. Bei mir fliegt gerade der Präsident an mir vorbei. Ja, bei mir auch. Hallo Leute. Hallo. Ihr seid gerade den langen Weg gefahren. Ja, du guckst ja auch auf der Karte, du Nasenbär. Du Schlingel. Ich bin einfach nach links gefahren. Nee, du hast einfach auf der Karte geguckt, du Schlingel. Du hast die Karte offen. Ja, ich hab halt die Minimap. Ja. Also, unser Treffen, das ist wirklich hammergeil. Wiederholungsbedarf ist da. Ja. Es wird auch, sobald das Video rausgekommen sein, beim lieben Flexi auch was im Stream verlost werden. Ja. Zu der Party hin. Oh ja, da könnt ihr euch alle drauf unterschrieben. Aber ist nichts mehr drin. Ja, ist nichts mehr drin, haben wir alle unterschrieben, weil sonst dürfen wir das auch nicht machen. Dürfen wir das auch nicht verlosen. In die Kommentare schon mal Tipps abgeben, was es denn sein könnte. Das wäre ganz lustig. Ja. Also wir haben alle drauf unterschrieben und es ist nichts mehr drin. Genau. Ja.
Und ja, aber ansonsten auch. Ich hab mich die ganze Zeit durch den Goldfahrer. Oh, und wie geil das war im Dreamland, Alter. Das war so cool. Okay, jetzt stellt euch einfach mal vor, Dreamland. Ein Spieleladen, der jedes Gamerherz höher schlagen lässt. Vor allem, wenn man was für vergangene Zeiten übrig hat, so wie dir, Horst. Classic Games. Der Wert, was im Lager dort liegt, ich war ja nochmal da, wir laufen auf 4,8 Millionen Euro. Sammlerwert. Und jetzt stellt euch, du hast nochmal gefragt. Ja, ich war nochmal dort, ich hab mir doch Metal Gear dort geholt. Naja, achso, okay. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, wir kommen dem Typen so sympathisch rüber, dass er uns erst eine Tasse Tee anbietet und dann eine Lagerführung. Ja. Und die anderen schauen uns an, als wenn so nach der, mit der Frage, sind die berühmt, kennt man die, warum dürfen die das? Ja. Warum dürfen wir das nicht? Ja. Also, Dreamland, muss ich sagen, das ist da, wo ich wohne, ein kleiner Laden. Der hat angefangen mit Flohmarktverkäufe aus Hobby. Macht das jetzt hauptberuflich und fährt einen dicken Leiber. Ich fand aber, er hat ohne Scheiß die ganze Aktion, aber auch, wo dann auf einmal Hardstyler bekommt auf einmal urplötzlich von dem Besitzer was geschenkt, so ein Hoverboard für die PlayStation 2. Der Hammer. Der Hammer. Voll geil. Er fragt einfach so, ja, wer von euch hat noch eine PS2? Hardstyler sagt, jo, ich, hier schenke ich dir. Ja, schenke ich dir einfach mal ein Hoverboard. Yay, für circa 70 Euro. Ja, das ist, ja. Aber was da alles für Schätze waren, ja. Er hat uns ja nur das kleine Lager gezeigt, das große Lager, was er ja noch hat. Da hat er die komplette Dreamcast-Sammlung plus allen Zubehör da. Der hat noch jede Menge Actionfiguren, Sammelfiguren. Ich fress einen Besen, wenn der nicht einen Atari stehen hat. Ja, sicher, mit Sicherheit. Ich meine, mein Papa hat auch noch einen Atari. Aber der Dreamland, das ist ein Laden, boah, Hammer. Praktisch ein Traumland. Ja. Also, Neo Geo. Könnt ihr vorne mal einen Ticken langsamer fahren? Jo. Oh! Jo. Ach, du bist hinter uns. Achso, okay. Ich dachte. Ja, ein Kilometer. Achso. Collectors Editions. Ja, ich hatte gerade eine Keilerei mit dem Golf. Collectors Editions zu jedem Spiel, das ihr euch vorstellen könnt. Figuren. Figuren. Teilweise alte Collectors Editions noch original verpackt. Ja. Das Ganze. Ja. Eine Zelda. Ja. Collectors Edition mit einer goldenen Epona-Statue, wem das was sagt. Also das Pferd von Link eben. Ja. Hammer. Oder die Statuen zu Dings, Predator mit Arnold Schwarzenegger und die Predator-Statue. Mhm. Noch original verpackt dort stehen gehabt. Also muss sie aufhalten, dass dann sein ganzes Schwarzes dort ausgibt. Ja. Wenn von euch jemand in der Nähe von Hanau, Frankfurt, wirklich da mal. Das ist ein Besuch wert, da mal hingucken. Ja. Und der Vorteil, mit denen lässt sich auch gut verhandeln. Also, der ist auch ganz nett und ganz lieb, ehrlich und scheiß. Also. Und sehr gut, ne? Mit dem lässt sich echt gut über Games auch reden. So. Ja. Ja, voll geiles Game. Du musst da nicht mal was kaufen, du kannst auch mit ihm einfach mal drüber quatschen. So, ey, voll geiles Game, ja. Ne? Was meinst du denn? Hammer. Und er besorgt euch manche Spiele sogar eine Woche vor Release. Mhm. Der hat die beiden ziemlich geärgert. Ja. Der hat ihnen nämlich beiden Spiele gezeigt, die er ihnen noch nicht verkaufen kann, weil es vor Release war. Und sie so, oh, das einmal Metal Gear Solid Phantom Pain und Mad Max. Ja gut, Mad Max. Wow! Aber Mad Max war ja gut, war ja schon Nee, Quatsch, war ja noch gar kein Release, stimmt ja. Ja. Weißt du, was das Schlimme ist? Wenn ich an die beiden Spiele denke, Mad Max und Phantom Pain, muss ich dauernd, denke ich dauernd, sage ich dauernd Max Payne. Max Payne. Ich denke dauernd Max Payne. Nicht Mad Max und Phantom Pain, sondern Max Payne. Aber auch, es sind auch zwei hammergeile Spiele. Also ich habe mir jetzt noch Phantom Pain geholt und jetzt hole ich mir noch Mad Max dazu. Mhm. Also, da, also wir haben schon richtig Spaß gehabt. Und ich sag dann nur das Frühstücksbuffet, wo eine gewisse Person schon um 10 Uhr morgens in der Küche gesoffen hat. Ja. Der hat sich zwei Kaipis bestellt. Der Konsumer fing einfach an, morgens Kaipis zu trinken. Wir solche so riesen Augen noch gehabt, weil wir noch voll im Delirium waren vom vorigen Abend. Und er knallt sich einfach mal so ein paar Kaipis rein. Ich hol mir da meinen Kamillentee, sitzt da vor dem Kamillentee. Ja, Kaipi. Jawohl. Gaston, komme nur. Trinki und Manjaro, aber pronto. Ist schon gut, bin vom Bottrop weg. Wir müssen uns aber auch ein kleines bisschen entschuldigen. Ja. Hatten einfach nicht die Zeit für Boxenstopp Live oder eben einen Stream. Wir hatten wirklich
einfach genau. uns verkrecken. Weil wir einfach Zeit. So viel, wir hatten auch so viel uns vorgenommen, wir müssen das wollen wir noch machen, das wollen wir machen. Und dann, die Zeit ja. ging auch so schnell um, weil das Wochenende auch so schnell um war, das war einfach, das ging einfach zu schnell. Wie war das noch letzter Abend? Wollten wir eigentlich alle ziemlich früh ins Bett gehen, weil ihr noch alle zurückfahren wolltet? Ja. Wir sind bis halb sechs auf dem Balkon gesessen und haben noch alles weitergequatscht. Ja. Ohne Scheiß, wir saßen um halb drei unten im Partykeller und haben gesagt, jo, wir nehmen uns jetzt unser Bier noch mit hoch, setzen uns auf den Balkon, quatschen. Genau. Aber wir werden nicht bis fünf da hocken, weil ihr alle noch fahren müsst. Was ist? Halb sechs sitzen wir immer noch auf dem Balkon und was besprechen und wir? Boxenstopp, wir quatschen, wir haben so gequatscht wie jetzt hier bei Boxenstopp, das war der Wahnsinn. Ja, aber wir haben halt wirklich darüber gequatscht, auch was wir planen. Moment mal. Also derjenige, der meistens gequatscht hat, das war unser lieber Konsumer. Ja, der hat auch keinen Punkt, ohne Punkt und Komma. Der hat kaum Luft geholt. Alle zwei Minuten musstest du sagen, Konsumer, es ist 4 Uhr, es ist halb 5, es ist 5, und dann wurde er, hat er seinen Volumenregler mal ganz kurz auf minus 1 gestellt und dann ging er wieder auf plus 10 hoch. Ja. Du musstest aber echt, Konsumer, wie ein Wasserfall, hast du das gesagt? Ja. Hui! Oh ja, der ging wirklich ab. Der hat doch kaum Luft geholt, das war ja das Faszinierende. Mich hat es ein klein wenig angekotzt, musste ich ja sagen, dass ich durch meinen Hals, für die, die es nicht wissen, ich hatte eine üble Halsentzündung genau an dem Tag, an dem wir angekommen sind, hat die angefangen. Schmerzmittel statt. Ich sag noch nur so viel dazu. Sorry. Banane ist bei uns am Sofa gelegen. Ich sterbe. Ich geh so kaputt. Ist so schön. Männer, wenn sie krank sind, sind sie wehleidig. Ja, und wie? Und wer jetzt bei dem Video sagt, nee, bin ich nicht, der lügt. Also wenn uns nicht gut ist, wollen wir doch schon, dass es die Welt erfährt. Also kommt schon, Jungs. Ja, klar. Ne? Aber die Frau, ganz ehrlich, vor allem jetzt die Frauen. Also Franzi, Lexian und sowas, die werden dir sagen, ja, das stimmt. Ja, ist ja auch so. Ja. Ne? Oder wenn wir Hunger haben. Oh ja. Vielleicht drauf. Ja. Schatz, ich hab Kohldampf. Mach dir selber was. Wir haben dann... Huch, apropos Essen, wir sind ja nicht mal dazu gekommen zu kochen. Nee. Und wir denken uns so am ersten Tag, jo, bestellen wir Döner. Also das gab hier eine Zeche, alter Schwede, so einen langen Zettel habe ich noch nie beim Lieferdienst gehabt. Und unser... Was hatten wir bezahlt beim ersten Mal einkaufen? 111 Euro und 11 Cent. Ja, 111 genau. und 11 Cent. Hammer. Das war so geil. Ja, und dann halt am nächsten Tag waren wir überlegen, kochen mal was oder bestellen mal was, haben wir es doch geil, wir bestellen uns Pizza. Und lieber Flexi, was hast du dir für eine Pizza bestellt? Ich hatte mir eine Pommes-Pizza bestellt mit Pommes, Erbsen. Putenfleisch und Erbsen. Ja. Die konnte man am nächsten Tag aber auch nicht mehr so genießen, also wie normale Pizza. Es gibt ja Pizzen, die kannst du am nächsten Tag noch echt noch kalt essen, aber die, weil die Pommes, weil man weiß selbst, wie das meine, kalte Pommes geht meine gar nicht. Konntest du auch nicht mehr. Meine konntest das, du aber auch nicht essen. Der Fieterkäse war wie Gummi. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Nienchen ist auch der Meinung, das war das Highlight des Jahres. Fahrt dieses ihr mal Wochenende. Einen Schritt langsamer. Es ja. war hammer mega geil. Mhm. Es hat Spaß gemacht, auch mal hier die ganzen Deppen live zu sehen. Ja. Die ganzen Nasen. Ja. Ich sag nur, unter Wahrheit oder Pflicht. Oh, wir haben Wahrheit oder Pflicht gespielt. Um Gottes Willen. Was haben wir gepfiffen an dem Abend, ey? Das war der Hammer. Ich muss ganz ehrlich sagen, Renés Mutter und Renés Schwester waren ja noch da und die haben sich dann aber vor Wahrheit oder Pflicht verabschiedet. Ja. Das war, glaube ich, besser so. Das war besser. Oh ja. Ich will nicht sagen, aber wir haben gewisse Personen hier, die, die Hose ist so hart auf den Boden geknallt, die Erschütterung war noch in China zu spüren. Sagen wir auch mal so, wir sagen jetzt mal keine Namen, nein. Aber es gab so Sachen zum Beispiel wie, Strippen bis auf die Unterhose und das Ganze. Oh. Und einer hat nur Strippen gelesen, wurden sie die Klamotten in alle Richtung gestanden und stand dann in Unterhose bei uns im Partykeller. Da sagen wir, zieh dich wieder an, wir müssen erst Musik anmachen. Ja.
Zack, Paranormal und Hose da am Stehen. Und die Banane nur, zieh dir hat deine Flexi bekommen. Flexi musste mir einen Knutschleck machen und er hat ganze Arbeit geleistet. Ja, machen wir doch keinen Knutschleck. Alles nur kein Knutschleck. Ist er noch da? Ist der noch zu sehen? Nee, ich glaube nicht. Ich sehe es nicht. Also keine Ahnung. Ja, glaube nicht. Ich musste für meine Freundin ein Beweisvideo machen. Also musste ich nicht, aber zur Sicherheit sage ich einfach mal. Dass das auch der Flexi war. Naja, zum ersten Abend Burger Day, weil der Konsumer und der Daniel sind ja ein paar Tage früher angekommen. Ja. Und da waren wir beim Burger Day essen. Da sage ich jetzt mal lieber nichts dazu. Ah, das war schon echt. Das war schon echt ein schönes Wochenende. Das war schon echt supi. Sagen wir es mal so, wir haben die Sau rausgelassen. Wir waren die Sau und wir sind oft rausgegangen. Ja. Ja, mein Gott. Banane des Autos, keine Jungfrau mehr. Entschuldigung, das musste ich jetzt raus. Ich sag nicht, wer es war. Aber Banane ist auch angepumpt. Ja, sehr schön. Geil. Und wir meinen nicht Boxenstopp, Leute. Wahnsinn, das ist mal wieder echt eine geile Folge jetzt auch wieder gewesen für heute. Ist Hammer, ey, schön, wir sind wieder am Start. Geil, ey, wir müssen gucken. Wir nehmen auf jeden Fall wieder heute ein paar Folgen auf. Und für euch war es das erstmal für heute, ne? Kinders, und wir verabschieden uns, oder? Würden wir sagen. Hallo, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.